Ich glaube, die ganz große Veränderung ist einfach, es ist ein anderer Wettbewerb. Ne? Also es ist einfach eine ganz andere Konstellation. Morgen wird entschieden, wer in der Runde weiterkommt. Es ist keine Bundesliga und auch aus Union-Sicht keine Champions League. Es ist DFB-Pokal. Ich glaube, das ist die zentrale Veränderung. Und wir hoffen natürlich, dass, dass das Heimspiel dazu führt, dass wir, ja, dass, dass wir ja, mit breiter Brust das Spiel bestreiten, dass wir eine Überzeugung haben, dort eine Runde weiterzukommen gegen weiterhin, auch wenn es natürlich aufgrund der Serie jetzt so ein bisschen anders erscheinen mag, es ist weiterhin eine richtig gute Mannschaft, die letztes Jahr in die Champions League eingezogen ist und dann im Sommer auch nochmal ganz schön investiert hat. Ohne Frage, sie sind jetzt da in so eine negativ in so einen Negativstrudel geraten und trotzdem sehe ich da auch wenn es ja vielleicht für den einen oder anderen nicht so klingen mag, ich sehe da trotzdem viel Stabilität, ich sehe da weiterhin den richtigen Trainer am Werk. Jetzt geht es für sie und das hoffe ich passiert erst nächstes Wochenende, geht es für sie natürlich darum, irgendwann ein Erfolgserlebnis zu sammeln. Und das macht sie irgendwo ein Stück weit auch gefährlich. Nichtsdestotrotz ist auch klar, und das habe ich vor dem letzten Spiel gesagt, sie werden sicher nicht vor Selbstvertrauen strotzen. Trotzdem wollen sie jede Chance nutzen. Und deswegen müssen wir in unserer Herangehensweise ja, ganz klar unser Ziel verfolgen, eine Runde weiterzukommen, gnadenlos sein, keine Luft dran lassen in irgendeiner Situation, dass wir ja, versuchen, eine richtig gute Performance, zu zeigen.